So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der mit uns schon in New York war und der hin und wieder vor uns auf Tour geht, um zu schauen, was denn da draußen so alles passiert in der verrückten Welt, in diesem Falle der Kunst. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Luke Mockridge. Hallo Luke! Hi! Das letzte Mal warst du ja auf der FIBO, auf der Sportmesse. Ganz genau. Und jetzt war hier kürzlich in Köln die Art Cologne. Das ist eine Kunstmesse. Da stellen Galeristen Bilder aus und reiche Menschen wie du gehen dorthin und kaufen sie. Ja, das ist krass. Also Kunst, da habe ich eigentlich nicht so viel mit am Hut. War eigentlich für mich immer nur ein Fach, wo ich Mathe abgeschrieben habe. Das war ja. Kunst für mich. Krasse, affektierte Leute, die da rumlaufen. Ne? So Künstler und so. Und Leute, die total Avantgarde sind, also totale Spastis. Und na, also das. Ja, oh nee, da waren Leute ohne Scheiß. Also ich dachte, jetzt treffe ich coole Künstler. Und der hat ein Typ mit Scheiße ein Bild gemalt. Mit was? Mit seiner eigenen Scheiße? Nee, der hat das erklärt. Der hat bei einem anderen Künstler gefistet und hat dann mit der Kacke, die am Finger war, ein Bild gemalt. Ja, und ohne Scheiß. Also nee, mit Scheiß. Aber ja. Mit euch ist doch noch Platz. Und er wollte dafür 50.000 Euro haben. Und stand wirklich vor diesem Bild so, hier, so richtig Fisting for Compliments. Weißt du, stand er da. Ja. Und es war so. Das hast du nicht mitgebracht, oder was? Nee, das war zu teuer. Der Da Vinci Code, weißt du? wir schauen uns deinen Beitrag mal an. Hier ist er. Bonjour, Madame et Messieurs. Mein Name ist Luke Mockridge. Ich befinde mich auf der Art Cologne. Und als Feingeist und Intellektueller, der ich bin, also ich hatte in der 7. hatte ich mal Kunst, da war ich ganz gut, ist das hier genau mein Ding. Ich werde mich umgucken, ich werde mich umschauen, ich werde interessante Menschen kennenlernen, tolle Gespräche führen und vielleicht auch mal ein paar geile Bitches anlabern. Hallo. Wofür machen Sie Werbung? Für welche Messe? Ja, für die Art Cologne. Ah, cool. Habe ich selbst genäht, ein lebendes Kunstwerk, das mobil ist. Ja. Und die Mobilität ist ja sehr in Mode heutzutage. Ja? So ist das. Ich möchte wissen, von welchem Sender oder von welcher Presse Sie kommen. Wir sind ein Imagefilm für die NPD. Ach so. Ja, genau. Einfach, dass man ich dachte, so ich habe nicht richtig gehört. Genau, ja. Für die einmal Daumen hoch. Ja, und die mochten ja auch fett schwarz-weiß-rote. Ja, einmal Daumen, so. Ja. Jawohl, für die NPD, super. Do you know if John Lennon and Yoko Ono have kids? Ah, yeah. They do? Yeah. And one of them became an artist. Really? I think so. Oh, nice. Okay, thank you, man. Andrea Berg. Genau. Andrea Berg. Andrea Berg. Genau. Albert Camus. Albert Camus. Nein, der andere. Der hier. Genau. Algerischer Schriftsteller. Ja, französischer. Aber in Algerien geboren. Ja, ja, genau. L'étrange. L'étrange, ich war da exakt so. Die Pest. Der Fremde, die Pest, sehr gut. Tolle Bücher. Tolle Bücher. Für mich eigentlich so der Erste, der den Existenzialismus in Deutschland oder in der Literatur wirklich, also wie Sartre, wirklich in, also diese Depression, die im Existenzialismus herrscht, wirklich auf die Kernessenzen zusammengebracht. Sehr gut, sehr gut. Sieht so aus, wie was ich neben meinem Bett habe. Aha, ich weiß ja nicht, was Sie neben Ihrem Bett haben. Eine schlimme Erkältung, deswegen so viele Arztbücher. Aber ich kann Ihnen nicht empfehlen, sich damit die Nase zu putzen. Das ist nämlich Seidenpapier und das wird dann ein bisschen kratzen, schätze ich mal. Was kostet das? 50.000. Ja, dann zweimal bitte. Zweimal geht nicht, das ist nämlich einmalig. Ja. Aber Sie können zwei verschiedene Körper haben. Das ist der Icosaeder, der 20-Flechler. Können Sie kurz rangehen? Erzählen Sie ruhig weiter. Ja? Ja, wenn Sie es gar nicht wissen. Auf der Art Cologne. Ich übernehme jetzt hier einfach mal den Stand. Ist keiner da. Bisschen umgezogen, damit ich auch ein bisschen künstlerischer wirke. Kann ich Ihnen was zeigen? Das sind alles Jutebeutel. Und was sagt uns das? Die Jutebeutel? Ja. Das ist die Evolution des Hipsters in einer modernen Kultur. Ach so, ja. Ja. Verstehen Sie jetzt, ne? Ich suche den Mann, der das Fass fickt.
Haben Sie gesehen? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Fast ficken. Haben Sie Mann fickt fast gesehen irgendwo? Nein, ich leider nicht. Ich suche das schon die ganze Zeit. Ich suche den Mann, der das Fass fickt. Haben Sie das schon gesehen? Himmels Willen. Nein, wir sind auch nicht von hier. Wir sind eigentlich in New York. Kann mir irgendjemand sagen, wo Mann fickt Fass ist? Hat das irgendjemand gesehen? Wo ist das? Mann, ich suche Mann fickt Fass. Ich suche das Kunststück Mann fickt Fass. Haben Sie das schon gesehen irgendwo? Ja. Ja? Das ist ein Stück weiter darunter? Ja. Kann man direkt ans Fass ran und mitmachen? Ja, klar. Ja, super. Hey, cool. Danke. Hat der denn auch einen Penis? Ich bin der Künstler, ja. Wollen Sie einmal? Ich hätte es ja gerne selber gemacht, aber leider muss ich hier natürlich jetzt reden und den Leuten Fragen beantworten. Deswegen habe ich jetzt die Puppe genommen. Aber die macht den Job eigentlich auch ganz gut. Wollen Sie ein Bild mit mir machen vor dem? Vor dem? Ja, aber natürlich. Sehr schön. Vielen Dank. Möchten Sie es kaufen? Es kostet 48.000 Euro, falls Sie es kaufen möchten. Macht sich doch gut im Schlafzimmer. Ich mache oder? Nur die Fotos. Nur die Fotos. Danke. Sie können es auch ohne Fass haben, nur den Kollegen. The most expensive painting you've sold today, how much was that? I haven't sold a painting today, actually. Ah, läuft nicht. So how much is this? This is 28.000 Euro. This is 28.000 Euro? Yes. All four or is that one? It's all four as one set. That's fair. Yeah. Also, if one would be 28, I'd be like, but all four, that's a good price. Yeah. It's one piece, one work. So. Yeah, I'll take it. Ich suche fünf, genau fünf weiße Bilder. Ah, hier. Fünf. Nee, das suche ich nicht. So was anderes. Danke. Ohne Spaß, wenn ich mich jetzt nackt hier in den Gang stellen würde, dann würden die Leute sich fragen, was passiert da gerade? Warum macht er das? Dann wäre das doch eigentlich in übertragenem Sinne auch Kunst. Naja, so einfach ist es mit der Kunst nicht. Es braucht schon ein Konzept. Braucht schon, okay. Ja, dass ich halt nackt bin. Nee, das ist als Konzept nicht Chicks. Genug. Nein, das trägt nicht, nicht tragfähig. Ach ja. Es braucht ein System. Da haben Sie mich noch nicht nackt gesehen. Das sind die Jutebeutel. Da ist eine Reihe und da ist die andere Reihe. Und das ist die dritte Reihe. Die dritte Reihe, ja. Sie haben es verstanden. Sie haben es verstanden. Möchten Sie einen haben? Gerne. Ja, die liegen bei 7.000 Euro, einer. Das ist doch fantastisch, wenn ja. Sie das verkaufen können. Ja, ich packe Ihnen zwei. Ich kann meine Werke nicht so kaufen. Ich packe Ihnen zwei Beutel, packe ich Ihnen in eine Tüte. Mama, komm, bei Sie sind 10. 10.000. Und dann will der Papa nichts mehr hören. Ja? Das stimmt. Okay, Deal. Interessant. Hast du gar nichts gekauft? Nee, leider nichts gekauft. Aber ich muss sagen, ich hab dir dann auch echt den Arsch gerettet, weil wir sind da fast noch, ja, wir sind fast rausgeflogen. Wer? Ihr seid rausgeflogen? Ja, wir sind rausgeflogen und dann kamen die Leute und sagten, was ist das hier? Ihr macht hier nur Scheiße, was soll das? Und haben das ProSieben-Mikro gesehen und sagten, von welcher ProSieben-Sendung seid ihr denn? Ja. Und ich hatte ja meine Brille auf und dann habe ich gesagt, ja, wir sind von Zirkus Halligalli, meine Damen und Herren. Und mein Name ist Joko Winterscheid und mein geschätzter Kollege Klaas Wolfer Umlauf, der hatte leider keine Zeit. Deswegen können Sie mich gerne anklagen, Sie Pisser. Und, was haben Sie gesagt? Ja, ich warte auf die E-Mail, die dann da bei Halligalli einfliegt. Das fand ich ja so, zu frech war das doch nicht. Du hast doch einfach versucht, die Kunst zu ergründen. Ja, das war ja das Problem. Ja. Das war das günstigste Kunstwerk, was es da gab? So eine zertretende Capri-Sonne, die auf dem Boden lag. Die war umsonst. Ah, okay. Habe ich da hingetan. Das Teuerste? Und das Teuerste? Da war ein Ding, das wurde am Tag vorher verkauft. Das ist, glaube ich, für 1,5 Millionen Euro weggegangen. Das war so ein bunter Pelikan, der irgendwie statt einem Schnabel so ein Dildo hatte, der so rauskam. Ernsthaft? 1,5 Millionen Euro. Ja. Ja. Und die hat jetzt was? Die hat jetzt mit dem Bachelor Schluss gemacht, ne? Deswegen. Ja. Ja, so kann es gehen. Ja, vielen Dank. Schöner Beitrag. Ja. Wir warten schon auf den nächsten. Luke Mockridge, meine Damen und Herren.